Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist nur in der Tat nicht verwunderlich, dass sich der Ministerpräsident hier in seinem Redebeitrag lobend über die Ergebnisse des Koalitionsvertrages äußert. Und dass das der CDU-Fraktionsvorsitzende tut, hat mich nur in der Tat auch nicht überrascht. Wenn ich das machen würde, Herr Nisere, dann wird Sie in der Tat überraschen. Deshalb will ich das an dieser Stelle auch nicht tun. Aber ich will zumindest mal ein paar Wochen zurückgehen und daran erinnern, mit welcher Situation wir nach der Bundestagswahl konfrontiert waren. Die Mehrheiten für die vorher ausdrücklich erwünschten Koalitionsoptionen Schwarz-Gelb oder Rot-Grün waren verfehlt. Und es war, und das schließe ich uns, lieber Vincent Kokert, übrigens ausdrücklich nicht aus, es war aus unterschiedlichen Gründen eine gewisse Lustlosigkeit zur Regierungsbildung wahrnehmbar. Von uns, von Ihnen, weil Ihnen der Wunschkoalitionspartner fehlten von der SPD, die lange herumgehampelt hat und zum ersten Mal, Herr Müller, dann in der Tat das, was wir schon seit Jahrzehnten praktizieren, nämlich basisdemokratisch mal die Mitglieder zu befragen, was man machen soll, eingezogen haben, um einen Koalitionsvertrag in eine Akzeptanz hineinzubringen. Das ist auch für die SPD kein leichtes Geschäft gewesen. Und vor dem Hintergrund, Herr Ministerpräsident, hält sich unsere Eifersucht, Sie haben Frau Gajek angesprochen, durchaus in Grenzen. Wollen wir doch mal sehen. Ich komme gleich zum Mut. Wollen wir doch mal sehen, wo die SPD steht, wenn sie in den vorhin beschriebenen Leitplanken des Koalitionsvertrages 4 Jahre Regierung in einer großen Koalition gemacht hat. Ich wage zu prophezeien, das wird ein schwieriges Geschäft. Und ich will auf das eingehen, was Vincent Kokert hier vorhin gesagt hat, nämlich gesagt, uns fehlt der Mut. Nee, wir wollten nicht mit der CDU in eine Koalition hineingehen, weil wir seinerzeit schon die Befürchtung hatten, und das stellte sich bei den Sondierungsgesprächen heraus, dass so etwas Ähnliches rauskommt, wie jetzt bei CDU und SPD rausgekommen ist. Und das ist keine grüne Politik, schlicht und ergreifend. Und wenn wir das miteinander machen wollen, lieber Vincent Kokert, dann muss sich in allererster Linie die Christdemokratische Union bewegen und nicht die Bündnisgrünen. Denn herausgekommen... Ich freue mich extrem darüber, mit welchem Engagement und mit welcher Aufmerksamkeit insbesondere die Kollegen von SPD und CDU hier diesen Beitrag folgen. Ja. Nein, ich will die Schlüssigkeit, Herr Nisere, nicht als Weisheit verkaufen, aber ich will darauf aufmerksam machen, dass jetzt im Rahmen der Großen Koalition, im Rahmen des Koalitionsvertrages ein Werk herausgekommen ist, dass beide Partner nicht wirklich wollten. Die logische Konsequenz, sehr geehrte Damen und Herren, ist ein Koalitionsvertrag, der A, und das muss niemand verwundern, wenig ambitioniert ist, der keine visionären Perspektiven aufweist, der Politik, und das werden Sie erleben in den nächsten 4 Jahren, und das wird der SPD insbesondere schaden, der Politik aus Verwalten anstatt aus Gestalten ausrichtet und der eine nachhaltige Politik im Sinne der Fürsorge für unsere Kinder und Kindeskinder, ich sage mal Generationenfürsorge, nicht bedient. Das werden, sehr geehrte Damen und Herren, 4 verlorene Jahre werden. Diese große Koalition, und ich habe mich gewundert, dass der Ministerpräsident hier die Energiewende angesprochen hat, diese große Koalition wird die Transformation zu einer klimaschonenden, emissionsarmen und ressourcensparenden Wirtschaft nicht weiter vorantreiben. Sie haben es ja die ganze Zeit schon nicht gemacht, insofern muss der Vorwurf Sie ja nicht treffen. Sie wird das Alte erhalten und sie schlägt die riesigen Chancen auf zukünftige, zukunftsfähige Arbeitsplätze und eine nachhaltige Wirtschaftspolitik aus. Mit diesem Koalitionsvertrag, ich komme da gleich drauf zu sprechen, mit diesem Koalitionsvertrag wird die Klimaschutzpolitik in Deutschland praktisch verändert. Und übrigens saßen in Ihren Reihen, Herr Dr. Nisere, diejenigen, ich denke an die Ministerpräsidentin aus Nordrhein-Westfalen, die wesentlich dazu beigetragen haben. Ich will das an ein paar Beispiele machen. Sie haben mich ja gerade gefragt, wo das der Fall ist. Der Emissionshandel wird nicht novelliert. Das begünstigt, das wissen Sie genau, auf unabsehbare Zeit die klimaschädliche Kohlenutzung. Und das war gewollt von Ihrer Seite. Auch im Wärme- und Verkehrssektor gibt es keine Impulse für mehr Effizienz und CO2-Einsparung. Der Strommarkt
bleibt wesentlich auf die Nutzung fossiler Brennstoffe ausgerichtet. Auch das war von Ihrer Seite gewollt. Die Kohlenutzung, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wird weiter subventioniert. Und das wichtigste Projekt des Klimaschutzes, die Energiewende, bremst Schwarz-Rot mit diesem Vertrag schlicht und ergreifend aus. Der Ministerpräsident hat das so ein bisschen abgetan vorhin. Naja, das steht nur auf dem Papier. Fakt ist, die Beschränkung des Ökostromanteils auf höchstens 45% bis 2025 und 60% bis 2030 halbiert faktisch das heutige Ausbautempo. Und das ist übrigens ein Aspekt, der auch nachteilig ist für ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern. Und das Ganze, sehr geehrte Damen und Herren, wird noch nicht mal billiger als bisher. Das war ja immer das zentrale Argument. Denn für die aufgeblähten Privilegien der Industrie gibt es nur einen Prüfauftrag. Übrigens an vielen anderen Stellen in diesem Koalitionsvertrag auch. Sehr geehrte Damen und Herren, übrigens bin ich ziemlich sicher, dass es nach 4 Jahren, liebe Kollegin Gajek, bei der Prüfung geblieben sein wird und nicht bei einer Umsetzung von Ergebnissen, die man möglicherweise aus Prüfung hat. Sehr geehrte Damen und Herren, für Mecklenburg-Vorpommern ist diese falsche politische Ausrichtung wirtschaftsschädlich. Unsere wirtschaftlichen Potenziale liegen vor allem auch bei den erneuerbaren Energien. Die Landesregierung hat das immer wieder propagiert. Mit dieser angekündigten Politik der Großen Koalition werden diese Potenziale nicht genutzt werden können. Und der Ministerpräsident hat vorhin davon gesprochen, dass der Norden gekämpft hat. Das Schlimmste verhindert haben sie, aber nach vorne ausgerichtet ist diese Politik nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, auch im Wärmebereich, das wäre ja der nächste Aspekt der Energiewende, zeigt die Große Koalition ihr Desinteresse an der Energiewende. Klimaschutz im Gebäudebereich wird vertagt. Die Aufstockung der KfW-Programme zur Gebäudesanierung ist nicht verbindlich geregelt. Der Steuerbonus für die energetische Sanierung ist vom Tisch. Der ursprünglich vorgesehene Heizkosten- und Energiezuschuss zum Wohngeld ist gestrichen. All dies, sehr geehrte Damen und Herren, das zum Thema soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftspolitik. All dies trifft vor allem die zahlreichen Handwerksbetriebe in unserem Land, die bisher davon profitiert haben und die sich in den letzten Jahren mehr und mehr auf die Potenziale der Energiewende ausgerichtet haben. Und das war auch gut so und wird jetzt durch diese Politik konterkariert. Und im Klima- wie auch im umweltpolitisch so zentralen Feld der Landwirtschaft ist kein Unterschied zwischen der bisherigen Politik von Schwarz-Gelb und Schwarz-Rot zukünftig zu erkennen. Ich will das auch ein paar Beispielen deutlich machen. Konsequent setzt Schwarz-Rot auf die Intensivierung und Exportorientierung, keine konkreten Aussagen zu Massentierhaltung oder industrieller Tierhaltung oder Pestizideinsatz. Zum Anbau gentechnisch veränderter Organismen sagt Schwarz-Rot nicht nein. Ein Bekenntnis zum Schutz der Landwirte, Lebensmittelproduzenten und Imkerinnen, die gentechnikfrei produzieren wollen, fehlt völlig. Für ein Agrarland wie Mecklenburg-Vorpommern, sehr geehrte Damen und Herren, mit seinen großen Potenzialen für den ökologischen Landbau und die regenerative Vermarktung ist das schlicht und ergreifend die falsche Politik. Ich will an dieser Stelle auch auf die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik eingehen. Ich kann Ihnen versprechen, ich komme nachher zum Betreuungsgeld, das erwarten Sie ja geradezu, etwas später. Von sozialer Gerechtigkeit, dieser Vertrag wird ja so als sozial gerecht definiert und der Mindestlohn nach vorne geschoben, auch das hat der Ministerpräsident getan, von sozialer Gerechtigkeit keine Spur. Die Verlierer am Arbeitsmarkt werden weiter ignoriert. Soziale Wohltaten werden mit einem tiefen Griff in die Rentenkasse, und das ist die Wahrheit, sehr geehrter Herr Sellering, mit einem tiefen Griff in die Rentenkasse zulasten der Beitragszahler und langfristig zulasten unserer Kinder und Kindeskinder finanziert. Der Mindestlohn, der Kollege Niseri hat jetzt gerade gesagt, wir hätten das nie zugelassen. Genau in diese Situation wollten wir nicht kommen, und deshalb haben wir uns auf Schwarz-Grün nicht eingelassen, weil sich an der Stelle etwas bewegen soll. Angst nicht, das ist ein Gebot, lieber Kollege, der Vernunft. Sehr geehrte Damen und Herren, ich könnte das jetzt noch lange fortsetzen. Ich wage zu prognostizieren,
Diese große Koalition ist nicht nur ein Übergangsmodell, sondern sie wird insbesondere der SPD nachhaltig schaden. Innovative Politik ist mit diesem Koalitionsvertrag nicht zu erwarten. Und dieses Land wird eher geschädigt, als dass es profitiert. Herzlichen Dank.